Hallo liebe Schülerinnen und Schüler, in diesem Video geht es um die Abschlussprüfung von 2017 A3, wie ich die gerechnet hätte. Hinter diesem Link findet ihr wie immer alle Angaben und Lösungen vom ISB zur Verfügung gestellt, Abschlussprüfung an einer bayerischen Realschule. Hier ist jetzt relativ viel gegeben. Wir haben einmal F1 mit dieser Gleichung, also wir sehen gleich, es ist eine Exponentialfunktion. Und wir haben eine zweite Funktion, die hat sich marginal verändert, nämlich hier mit plus 2 im Exponenten und hinten dran einem minus 3. Wir haben die Punkte A, die auf der ersten, bei der ersten Funktion liegen, und Punkt B, die auf der zweiten, auf dem Graphen der zweiten Funktion liegen. Und wir wissen, dass die Strecke MC 3 cm oder 3 Längeneinheiten gleich lang ist und dass das Ganze ein gleichschenkliges Dreieck ist. So, jetzt sind wir aber fertig. Das ist nämlich gar nicht so wenig zum Einzeichnen. Als erstes sollten wir uns diese beiden Punkte hier hernehmen. Da nehmen wir einmal für x gleich 1 das Ganze zum Einzeichnen. Das heißt, unser Punkt, der erste Punkt landet hier und unser zweiter Punkt landet hier. Also, das heißt A hier, B hier. Und jetzt geht es um ein gleichschenkliges Dreieck. Gleichschenklig bedeutet, und AB ist unsere Basis, das steht nämlich auch in unserem Text zur Angabe mit drin, wir nehmen einfach die Mitte, eine senkrechte darüber, denn in einem gleichschenkligen Dreieck haben wir liegt der dritte Punkt auf der Mittelsenkrechten über AB, das kann man in der Formelsammlung so nachlesen. Und wir wissen, dass die Streckenlänge MC 3 Längeneinheiten ist, also 3 nach rechts, dort wo der x-Wert 4 ist. X-Wert war ja hier 1. So haben wir es gezeichnet, aber jetzt geht es weiter, dass wir die Länge der Strecke AB berechnen sollen. Ist relativ einfach, denn wir müssen einfach nur den oberen Wert, also y-Wert von A, minus den unteren Wert, y-Wert von B berechnen. Das heißt, y-Wert von A steckt hier, y-Wert von B steckt hier. Aufpassen, wir müssen den ganzen y-Wert von B abziehen. Das heißt, wir müssen den in Klammern setzen, damit aus dem minus 3 später ein plus 3 wird. So, und jetzt fasse ich zusammen, löse quasi die Klammer auf, damit bekommt es hier ein Minus und aus dem Minus 3 wird ein Plus 3. Und jetzt sollte ich das Ganze möglichst zusammenfassen, weil das ja im Ergebnis ein anderes Ergebnis ist. Wir schauen uns das hier an. Das hier hat zwar die gleiche Basis, aber fast auch den gleichen Exponenten. Wir können doch laut den Rechenregeln in der Formelsammlung auf Seite 16, können wir doch das hier auch anders schreiben. Also wir können aus einem 0,5 hoch x plus 2 ein 0,5 hoch 2 mal 0,5 hoch x machen. Denn das ist quasi die Summation des Exponenten. Wenn hier der Exponent addiert wird, dann kann man diesen Exponenten auch aufgliedern auf 2 mal eine Potenz. Und dann ist der erste Summand der erste Exponent und der zweite Summand der zweite Exponent. Nochmal die Formelsammlung Seite 16 anschauen. Da ist genau das beschrieben. Wenn ich nämlich a hoch m mal a hoch n rechne, ergibt es a hoch m plus n. So, und jetzt kann ich nämlich zusammenfassen. Das da gibt 3, also, Entschuldigung, das hier gibt 0,25 mal minus 4 gibt minus 1. Also steht hier 4 mal diese Potenz und hier steht minus 1 mal diese Potenz. Dann ergibt es noch genau 3 mal diese Potenz und der Dreier hinten bleibt stehen. Aufpassen, dass man überall mit Längeneinheiten arbeitet. Und schwuppsdiwupps sind wir schon bei der 3,3. Da sollen wir jetzt zeigen, dass der Flächeninhalt 15 oder für 15 FE den Flächeninhalt oder den x-Wert dazu berechnen. Nun, wir brauchen erstmal den Flächeninhalt. In einem gleichschenkligen Dreieck haben wir ein halb mal g mal h, die Höhe mc. Und das ist ja wunderbar, die ist nämlich schon gegeben. Und die Grundseite, die ist mit g, oder diese G-Seite ist ja nichts anderes als die Streckenlänge ANBN. Das heißt, wir haben hier schon alles. Man hätte es zwar noch auf andere Weise berechnen können, aber das ist ja das Leichteste, wenn ich die Höhe schon habe und die Grundseite gerade berechnet habe. Muss ich also 0,5 mal die Grundseite oder G, klein g gesprochen, mal 3 mal die Höhe rechnen und dann ergibt es natürlich nicht mehr LE, sondern FE, weil wir jetzt Flächeninhalte berechnen. Dann kann ich 0,5 mal 3 zusammenfassen zu 1,5. Und 1,5 mal 3 gibt 4,5 und 1,5 mal 3 gibt auch 4,5. Das heißt, das ist hier mein Flächeninhalt in Abhängigkeit von x. Den setze ich gleich 15 und löse jetzt auf. Ich muss nach und nach die Potenz befreien. Also bringe ich erst die minus 4,5 rüber, dann bleibt 10,5 rechts stehen. Dann teile ich durch 4,5, dann ist es 7 Drittel. 10,5 durch 4,5 ist gerade 7 Drittel. Ich lasse das deswegen so stehen, damit es am Schluss das Ergebnis nicht verfälscht, weil 2,33 wäre ein gerundeter Wert.
Jetzt schaue ich in die Formelsammlung. Ich kann hier ja nicht nach x auflösen, sondern ich kann es nur, wenn ich mit dem Logarithmus umforme. Das heißt, ich habe hier x ist gleich und dann die Logarithmus zur Basis 0,5 von 7 Drittel. Schöner wäre es gewesen, ich hätte die 7 Drittel vielleicht noch geklammert, dass klar ist, dass das zusammengehört. Aber die Basis ist die 0,5 und das drüber ist das 7 Drittel. Das gebe ich in den Taschenrechner ein, indem ich den Log von 7 Drittel geteilt durch den Log von 0,5 rechne. Das kann man ja im Taschenrechner nur so machen. Und ich erhalte 1,22. Das war's von meiner Seite.